fürchtet sich nicht, sie geht ganz nah ran, sie schaut ihnen ins Gesicht. Sie lockt sie mit Tricks, gewinnt ihr Vertrauen. Nur manchmal wird's auch nix, doch irgendwann klappt es dann. Anna und die wilden Tiere, Anna und die wilden Tiere, Anna und die wilden Tiere, geht ganz nah ran, ganz nah ran. Hallo Leute! Ihr wundert euch jetzt bestimmt, warum ich hier durch so ein Dorf renne und Krach mache. Ja, nicht, dass ihr denkt, ich bin verrückt oder so. Ich bin ja nicht in irgendeinem Dorf und ich mache auch nicht irgendeinen Krach. Nee, die Dächer dieses Dorfes und das Geräusch sind schon der erste Hinweis auf das Tier, um das es heute geht. Wisst ihr es schon? Es geht um den Klapperstorch! Der heißt eigentlich Weißstorch, denn seine Federn sind weiß und nur die Spitzen seiner Schwungfedern sind schwarz. Er hat lange rote Beine und einen spitzen langen roten Schnabel. Einer seiner Verwandten, der Schwarzstorch, ist dagegen komplett dunkel und lebt ausschließlich im Wald. Der Weißstorch sucht die Nähe der Menschen und baut seit Tausenden von Jahren seine Nester auf ihren Hausdächern. Aber er lebt nicht das ganze Jahr über bei uns. Er ist nämlich ein Zugvogel und flüchtet vor dem Winter nach Afrika. Die meisten Weißstörche verbringen dort die kalte Jahreszeit. Es ist warm und es gibt vor allem immer genug Futter. Im Frühjahr beginnt die Trockenzeit. Das Futter wird knapp. Jetzt zieht es die Störche wieder Richtung Norden. Zu uns nach Deutschland zum Beispiel. Störche, die in Westafrika überwintern, fliegen über Gibraltar und Spanien zu uns. Die Störche, die aus Ostafrika kommen, überfliegen die Türkei, den Bosporus und kommen dann über den Balkan nach Norddeutschland. Dabei legen sie richtig krasse Strecken zurück. Je nachdem, woher sie kommen, machen sie eine Reise von 6.000 bis zu 10.000 Kilometern. Für 10.000 Kilometer müsste ich 10-mal durch ganz Deutschland fahren. Damit sie diese gewaltigen Distanzen schaffen, fliegen Weißstörche am liebsten über Land. Hier werden sie von warmen Aufwinden getragen. So können sie stundenlang durch die Luft segeln, ohne ein einziges Mal mit den Flügeln zu schlagen. Das spart Kraft und sie machen locker bis zu 350 Kilometer Strecke am Tag. Ich habe mich mit Jakob verabredet. Der lebt in Rühstedt. Hier gibt's die meisten Störche in Deutschland und die soll er mir zeigen. Rühstedt liegt im Osten Deutschlands, eine Stunde von Berlin entfernt. Ah, guck mal, da ist schon ein Nest. Boah, ja cool, tatsächlich. Da noch eins und da noch eins und da noch eins. Vier Nester, so dicht beieinander, alle riesengroß und auf jedem Nest sitzt ein Storch drauf. Wie cool. Warum kommen denn gerade so viele Storchenpaare nach Rühstedt? Das liegt daran, dass es hier in der Umgebung genug zu fressen gibt und die sich ordentlich den Bauch vollschlagen können. Also optimale Lebensbedingungen. Gibt es denn irgendwie eine Möglichkeit, dass wir da noch ein Stück weiter hochkommen? Weil von hier unten sieht man nicht so viel leider. Ja klar, da kann ich dir jemanden empfehlen. Der bringt dich ganz nah ran. Und das mit einem Hubwagen. Wie klasse ist das denn? Ah, super. Hallo, ich bin die Anna. Ja, hallo, Falk. Darf ich gleich da hochkommen? Aber klar. Vielen Dank. Ja, klar, wir sehen uns später. Genau. Oh. Das ist ja cool, da bin ich ja mal gespannt. Wir fahren jetzt da hoch zu den Störchen. Ja, wir wollen heute die Jungen beringen und da kannst du gerne dabei sein. Oh cool, das heißt aber, es wartet auch ein bisschen Arbeit auf uns. Das ist möglich, ja. Ja wunderbar, dann bin ich doch gerne dabei, dann lass uns gleich mal hochfahren. Gut, dann starten wir. Wie hoch fahren wir denn? Ja, was werden das sein? 12 Meter. 12 Meter? Das ist nicht übermäßig hoch. Ist das eine normale Höhe für Störche, um eigentlich Nest zu bauen? Ja, so diese Nestbauhöhe beginnt etwa ab 6 Meter. 7, 8 bis 10 Meter sind so die meisten Standorte. Schau mal, das alte, ist schon einer. Alte Brennereischornsteine, das ist der Altstorch, der jetzt da die Jungen noch bewacht. Und wenn man jetzt hier rechts am Nest guckt, wo diese Grashalme raushängen, unten rechts, da haben die Störche auch Untermieter, da brüten Spatzen drin.
Da brüten Spatzen drin. Nutzen die das Nest aus? Ja, also ein Storchennest ist nicht nur ein Storchennest. Da sind also mitunter auch Untermieter drin. Spatzen, Stare, Bachstelzen, manchmal auch Turmfalken oder Dohlen. Das ist sehr cool. Und jetzt sind wir müssen die denn Miete zahlen? Nein, nein, nein. Der Storch ist jetzt gleich abgehauen, hat er Angst vor uns. Also der beschützt seine Jungen jetzt nicht mehr. Nein, im Moment nicht. Er wird sich sicherlich hier irgendwo hinstellen, warten, bis wir hier oben fertig sind. Und da sind die Jungen. Wow, wir sind ja wirklich, also du hast mir nicht zu viel versprochen, wir sind ganz schön nah dran. Richtig. Zwei liegen jetzt da, aber die sehen ein bisschen platt aus, so als würde es ihnen nicht so gut gehen. Denen geht's gut, aber sie stellen sich tot. Ja, so, dass sie für potenzielle Beutegreifer keine aktive Beute darstellen. Das ist ein Schutzreflex. Die liegen jetzt da und wir können jetzt dort ohne weiteres bringen. Ich nehme mal einen raus. Ja, das ist also ein Ring der Vogelwarte Hiddensee. Auf diesem Ring steht drauf das Herkunftsland, Germania. Und dann ist zu Anfang hier eine Buchstabenkombination drin und eine fortlaufende Nummer. Und dieser Ring ist praktisch der Personalausweis für den Storch. Vogelkundler wie Falk können einiges daraus ableiten. Woher die Störche stammen, wie alt sie sind und ob alle Jungen vom letzten Jahr nach Rühstedt zurückgekehrt sind. Schaut mal, einer beobachtet uns ganz genau und passt sehr gut auf, der Herr Nachbar da hinten. Das ist momentan der älteste Storch hier in Rühstedt. Er ist in diesem Jahr 20 Jahre alt. Oh. Und, wie alt werden denn Störche? Im Durchschnitt etwa 7 bis 8 Jahre. Also der ist schon deutlich älter. Wahnsinn. Das heißt, die Lebensbedingungen hier scheinen gut zu sein. Ja, sonst wären auch nicht so viele Störche hier im Gebiet an der Elbe. Ja, eine intakte Landschaft hat in der Regel auch viele Störche. Ich hole uns mal einen ran. Haben wir schon den ersten. Ja, das ist ein Jungstorch, der ist etwa 5 Wochen alt. Ja, den kann man anfassen. Der ist ja ganz weich. Der ist weich. Und das, ganz warm. Ja, der ist ganz weich. Das ist noch das Dunjefieder. Man sieht es ja hier. Da sind noch keine richtigen Federn. Die schieben hier erst. Ja, da kommt erst die richtige Befiederung. Auch hier sieht man es an den Flügeln. Und dann entstehen daraus die Schwungfedern. Wir müssen die Kleinen ja beringen. Wie läuft es denn ab? Wie kann ich dir helfen? Ja, einfach mal den Ring kurz festhalten. Ich nehme in der Zeit meine Zange, nehme mir jetzt den Jungstorch, nehme das Bein, streck das. Jetzt brauche ich den Ring. Ja. Danke. Falk ist äußerst vorsichtig, damit er den Storch nicht verletzt. Und er achtet sehr darauf, dass der Ring locker am Bein sitzt. Die Storchenkinder wachsen ja noch weiter und die Beine mit. Der Ring soll sie nicht stören oder sogar wehtun. Aber so sitzt er perfekt. Darf ich denn das Bringen jetzt mal ausprobieren oder ist das eher schwierig? Man braucht ein bisschen Kraft. Aber ich kann ja mal vordrücken und du drückst dann noch mal nach. Ah, vorsichtig, vorsichtig. Nimm mal den Ring. Die Buchstaben müssen über dem Gelenk sitzen. So, oder? Ja, mit der linken Hand festhalten. Dann kommt die Zange. Ich setze dir an. Ja. Finger weg. Von meiner Position aus kann ich die Zange gar nicht richtig greifen. Und zusammendrücken kann ich sie erst recht nicht. Das macht dann doch lieber Falk und ich versuche, ihm so gut es geht zu helfen. Ja, nach Möglichkeit mit einer. Ich glaube, so. Wollen wir es zusammen machen? Ja, machen wir es zusammen. Also. Wir machen es zusammen. Bevor ich dem Küken wehtue, soll Falk lieber die letzten Handgriffe alleine machen. Das muss man stark für sein, zum Storchenbaby bringen. Und Falk hat nicht nur Kraft, er hat auch Erfahrung. Schon haben die Babys ihren Personalausweis. Und der Nachbar applaudiert. Mit Klappern. Nein, er klappert nicht deswegen. Störche klappern, um auf sich aufmerksam zu machen oder sich zu begrüßen. Das ist wie bei uns das Händeschütteln. Und so flirten sie auch. Ich mag dich. Weiter geht's. Falk hat es eilig. Es warten noch einige Küken auf ihre Ringe und uns. Sag mal, Falk, wie viele Storchenpaare gibt's denn jetzt hier in Rühstedt? In diesem Jahr sind's 31 Paare. Schaut mal, wie viele das sind. Und die haben alle ein Nest hier. Das Nest sieht jetzt ganz anders aus als das vorhin.
Es ist irgendwie wie so ein Kamin nach oben gebaut. Ja, Störche bauen auch in jedem Jahr neu auf. Man sieht ja hier diese Schichtung. Ja, sieht aus wie drei Nester übereinander. Es wird ständig am Horst gebaut, über die gesamte Brutzeit bis zum Ende hin. Im Frühjahr kommen die ersten Storchenmännchen aus ihren Winterquartieren nach Rühstedt und besetzen ihre alten Nester vom Vorjahr. Sofort fangen sie mit dem Hausputz an. Schließlich sollen die Nester den Storchendamen, die 2-3 Wochen später kommen, gefallen. Aber manchmal gibt es gewaltigen Stress, wenn fremde Männchen einen besetzten Nistplatz einfach übernehmen möchten. Dann verteidigt ihn der Hausherr mit allen Kampftechniken, die einem Storch zur Verfügung stehen. Die Besitzverhältnisse sind aber meistens schnell geklärt. Wenn die Weibchen dann da sind, bessern die Paare die Nester weiter aus. Der Nachwuchs soll sich ja später in ihnen wohlfühlen. Und Störche wissen sehr gut, wo sie ihre Wohnungseinrichtung herbekommen. Einige bedienen sich bei den Menschen. Andere legen keinen Wert auf gute Nachbarschaft und klauen einfach im Nest nebenan. Und nicht jeder Storch ist beim Ausbessern des Heims so geschickt wie diese beiden hier. Jedes Jahr kommt ständig Nistmaterial dazu. Dann kann ein Storchennest ganz schnell um mehrere Zentimeter in die Höhe wachsen. Da ist es auch kein Wunder, dass einige richtig riesig sind. Es gibt sogar welche, die an Burgtürme erinnern. Boah, jetzt haben wir hier 3 Storchenkinder. Was ist denn so eine normale Eierzahl, die ein Storchenpaar legt? Ja, 3 bis 5 Eier. 3 bis 5? Oh, bei 5 Storchenkindern wird es da aber ganz schön eng im Nest. Ja, dann ist das Nest ziemlich voll. Meistens werden etwa 3 Junge aufgezogen. Aber nicht nur das. Sie sollen, so eine alte Sage, auch unsere Babys bringen. Vermutlich, weil Störche als Boten des Frühlings gelten. Der Frühling bedeutet Fruchtbarkeit und Glück. Jeder Familie mit einem Storchennest auf dem Dach soll deshalb eine glückliche und kinderreiche Zukunft beschert sein. Schöne Geschichte. Aber die Babys bringt der Storch in Wirklichkeit natürlich nicht. Was aber stimmt, Störche gründen jedes Jahr eine neue Familie. Nach einem Monat schlüpfen die Küken. Doch nicht alle Jungen kommen durch. Ist eines der Kleinen zu schwach, machen die Storcheneltern etwas, was uns herzlos erscheint. Sie werfen es aus dem Nest, damit die anderen eine größere Chance zum Überleben haben. Um die kümmern sie sich dann jedoch sehr liebevoll. Aber auch die Küken, die aus dem Nest geworfen wurden, haben hier noch eine Chance. Die Mitglieder vom Storchenverein in Rühstedt kümmern sich um sie. Sie haben schon einem Dutzend kleiner Störche geholfen, groß und selbstständig zu werden. Die wirken wesentlich größer als die im vorherigen Nest, oder? Die müssten schon ein bisschen älter sein. Was schätzt du, wie alt die sind? Die sind wahrscheinlich so zwischen 5 und 6 Wochen alt. Das liegt daran, dass dieses Paar wahrscheinlich eher mit der Brut begonnen hat. Die Jungen dadurch dann eben eher geschlüpft sind als in dem anderen Horst und demzufolge auch weiterentwickelt sind. Wie lange dauert es jetzt, bis die ihr Nest verlassen, bis sie flügge werden? Also in der Regel werden die Jungstörche Ende Juli, Anfang August flügge. Und das ist zuerst gar nicht so einfach. Aber Übung macht den Meister. Dass sie fliegen wollen, ist ihnen angeboren und sie tun alles, um möglichst bald aus dem Nest zu kommen. Irgendwann ist es soweit. Dann geht alles fast wie von selbst. Sie fliegen einfach los. Einige sind richtige Draufgänger bei ihrem ersten Flug. Andere gehen es etwas ruhiger an. Aber ich glaube, alle Anfänger scheinen doch froh zu sein, wenn sie wieder ein festes Dach unter den Füßen haben oder sicher im Nest landen. Sag mal, hier im Nest, da liegt überall so komisches gelbes Zeug rum. Was ist denn das? Das ist Dämmmaterial, das irgendwo sicherlich bei Bau- oder Sanierungsarbeiten angefallen ist. Und sowas wird dann auch gern als Nistmaterial analog hier zu Heu und Stroh eingetragen. Nee, also schaut mal, hier liegt ein Schwamm. Ist ja, auch das. Mitunter findet man auch ganz andere Sachen in Storchennestern. Ja, bis hin zu Schuhsohlen oder Basecaps und volle Kaffeefiltertüten, die irgendwann mal in Gebrauch waren. Ja, das ist ja lustig. Wichtig ist nur, und das ist nicht lustig, sowas, was wir hier hinten haben, das ist Folie.
Oh, Plastik, das habe ich gar nicht gesehen. Ja, und den muss man aus dem Horst entnehmen, nach Möglichkeit, wenn man es kann, weil durch dieses Material die Wasserdurchlässigkeit im Horstboden behindert wird, sodass ich bei Starkregen Wasser sammeln kann, kann ich durchsickern. Und dann haben wir auch wieder das Problem mit der Unterkühlung der Jungen. Davor versuchen die Eltern, die Kleinen bei Regen zu schützen. Aber auch den Altstörchen macht die Nässe ganz schön zu schaffen. Wenn sich die Federn einmal mit Wasser vollgesogen haben, können die Störche nicht besonders gut fliegen. Sie sind dann um einiges schwerer. Und bei dem Sauwetter fehlt noch etwas. Die warmen Aufwinde, die Störche normalerweise beim Fliegen nutzen. Nur ganz Unerschrockene gehen in die Luft. Die meisten bleiben doch lieber in ihren Nestern und warten den Regen ab. Aber kaum hört er auf, beginnt die große Putzaktion. Das Wasser muss aus dem Gefieder raus. Dabei gehen sie sehr gründlich vor und versuchen, die Federn so schnell wie möglich zu trocknen. Die Störche wissen, sie müssen jetzt schnell auf die Wiesen fliegen, denn nach so einem Schauer sind besonders viele Leckerbissen im nassen Gras zu finden. Wir müssen uns auch an die Arbeit machen. Die drei bekommen ja noch ihre Ausweise. Und weil Falk schon hunderte von Störchen beringt hat, sitzt auch jeder Handgriff. Ich assistiere wieder. Und ich habe noch nicht richtig bis drei gezählt, da sind die Küken schon fertig. Da fällt mir jetzt hier auch so braunes Zeug noch auf. Sieht so ein bisschen aus wie Kacke. Ist das ja, Kacke? Nein, das ist ein Gewölle. Gewölle sind unverdaute Nahrungsreste, die wieder ausgewirkt werden. Und Knochen sind hier allerdings nicht drin zu finden, aber wir sehen es hier. Das sind zum Beispiel Teile von Käferflügeldecken, genau. Ah, darf ich es auch mal anfassen? Ja, gerne. Ist jetzt ein bisschen feucht. Riecht auch so ein bisschen sauer, weil es eben das ist, was aus dem Magen wieder rauskommt. Genau. Aber was fressen die so? Also Käfer? Käfer, Regenwürmer. Die lieben sie. Mit ihren spitzen Schnäbeln ist es ein leichtes, die glitschigen Dinger aus der Erde zu ziehen. Um einen großen Storch satt zu kriegen, braucht es 500 Gramm Futter am Tag. Das sind ca. 500 Regenwürmer. Und weil Regenwürmer vollkommen verdaut werden, findet man im Gewölle auch keine Überreste. Ja, dann hier kleine Mäuse und Mäuse sowas, das beispielsweise. Bringen alles die Eltern. Richtig. Aber nicht im Einkaufskorb. Sie transportieren die Beute in einer Art Sack in ihrem Hals. Der heißt Kropf. Damit die Mutter das Futter auswirkt, betteln die Jungen sie mit ihren Schnäbeln an. Sie lässt ihre Küken auch nicht lange warten. Die Kleinen sind ständig hungrig und jedes der Geschwister will den größten Happen. Ich dachte ja erst, es wäre Kacke. Nein. Wo kacken die denn hin? Kacken die ins Nest? Müssen sie ja eigentlich, oder? Eben nicht. Deshalb ist der Nestrand so weiß. Wenn also die Jungen jetzt mal müssen, dann setzen sie sich auf die Fersen, gehen rückwärts an den Nestrand. Dann geht der Kotstrahl im hohen Bogen übers Nest oder eben auf den Nestrand rauf. Aber das Nest in sich bleibt sauber. Das ist ja schlau. Vielleicht haben wir ja Glück und der Kleine macht uns das mal vor. Na? 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 Nö, leider nicht. Dafür die Kumpels von nebenan. Da steckt Druck dahinter und deshalb sind die Dächer unter den Nestern auch immer vollgekackt. Unsere Arbeit hier ist erledigt. Wir haben alle drei Storchenkinder beringt. Aber bevor wir jetzt wieder runterfahren und zum nächsten Nest gehen, brauche ich unbedingt noch ein Foto für meinen Blog. Sagt schön Tschüss, kleine Storchenkinder. Wo sind sie? Da. Okay, Falk. Von mir aus können wir wieder. Dann starten wir. Tschüss. Und während Falk noch einige Nester mit Storchenkindern in Rühstedt abklappern muss, gehe ich mal auf die Wiese. Aber leise. Ich will ja niemanden aufschrecken. Hier haben sich nämlich ein paar Störche versammelt. Hey Leute, schaut mal. Die Störche hier hinter mir suchen sich gerade was zu futtern. Das ist bestimmt ganz schön mühselig bei so einer Riesenwiese, wo das Gras auch relativ hoch wächst. Aber Störche sind ja nicht dumm. Die haben einen super Trick, damit es leichter geht. Kaum ist ein Traktor in Sicht, sind Störche zur Stelle. So Leute, ich bin jetzt hier mit meinem Kumpel Markus unterwegs. Markus muss sein Feld mähen, was für mich sehr, sehr viel Glück ist, denn ich darf mit ihm Traktor fahren. Das macht wahnsinnig viel Spaß. Besonders cool an der Sache ist aber, dass hinter uns Störche sind. Markus, ist das immer so oder nur heute? Nee, das ist immer so.
Und warum sind die da? Warum folgen die dir? Na, die suchen in abgemähte Gras, suchen die ihr Futter. Ach so, da kommen sie dann leichter ran, da können sie es besser finden. Genau. Beim Mähen werden nämlich ganz viele Kleintiere aufgescheucht. In dem kurzen Gras läuft den Störchen die Beute sozusagen direkt vor oder besser gesagt in die Schnäbel, weil sie jeden Tag für jedes ihrer Küken über ein Kilo Futter zusammentragen müssen, wird auch fleißig nach fetter Beute gesucht. Störche sind nicht wählerisch, sie mögen alles, was tierisch ist. Regenwürmer, Käfer, Frösche, Blindschleichen, Maulwürfe, Hamstermäuse oder sogar Schlangen. Sie sind nämlich reine Fleischfresser. Weil sich vor langer Zeit da, wo Störche bevorzugt jagen, auch Menschen niedergelassen haben, gewöhnten sie sich als einziger Großvogel an unsere Nähe. Seit Tausenden von Jahren nutzen sie auch unsere Dörfer zum Wohnen. Und obwohl es ihnen hier gut geht, heißt es trotzdem im Spätsommer ab in den Süden. Noch sind die jungen Störche nicht so weit, aber in ein paar Wochen lernen sie fliegen und dann komme ich wieder hierher, denn das will ich mir nicht entgehen lassen. Wir sehen uns auch wieder. So Leute, 2 Monate sind vergangen und ich bin wieder im Storchendorf Rühstedt gelandet. Ich bin ganz gespannt, was sich bei unseren Storchenkindern getan hat. Eine ganze Menge hat sich getan. Aus den kleinen Küken sind richtig große Störche geworden. Sie verlassen jetzt ihr Nest, machen ihren Eltern alles nach und erkunden ganz alleine die Gegend um Rühstedt. Aber wenn man genau hinschaut, erkennt man doch einen Unterschied. Die Schnäbel der Jungstörche sind orangebraun. Erst wenn sie älter werden, bekommen sie die leuchtend rote Farbe wie die der Eltern. Boah, Leute, schaut mal, wie cool das aussieht, wie die da oben fliegen. Toll. Aber es ist tatsächlich so, man kann überhaupt nicht mehr unterscheiden, wer die erwachsenen Tiere sind und welches die Jungtiere. Die sehen ganz gleich aus. Hallo, ihr da oben! Übt schön fleißig fliegen. Das muss ich Ihnen, glaube ich, gar nicht sagen. Sie sind fast nur in der Luft. Das ist ein Zeichen, dass es gar nicht mehr so lange dauern wird, bis sich die Ersten auf ihre lange Reise in den Süden machen werden. Und jetzt mein Blog. Da könnt ihr noch mal alles sehen, was ich heute so erlebt habe. Diesen Blog gibt's auch im Internet. Wie hoch fahren wir denn? Ja, was werden das sein? 12 Meter. 12 Meter? Gut, dass ich schwindelfrei bin. Schließlich wollte ich Falk, meinem Storchenfachmann, beim Beringen der Küken helfen. Der Ring ist der Personalausweis der Störche. Muss man stark für sein, zum Storchenbaby beringen. Dann durfte ich das erste Foto von ihnen machen. Und ich habe richtig gestaunt. Storchennester können riesig werden. Die bauen sie nicht nur aus Ästen und Stroh, sie nutzen auch unseren Abfall. Schaut mal, hier liegt ein Schwarm. Dann durfte ich noch etwas ganz Cooles machen. Markus muss sein Feld mähen, was für mich sehr, sehr viel Glück ist, denn ich darf mit ihm Traktor fahren. Und miterleben, dass Störche keine Angst vor Mähdreschern haben. Ganz im Gegenteil, beim Mähen werden viele Kleintiere aufgescheucht und das freut die Fleischfresser. 2 Monate später habe ich wieder gestaunt. Aus Küken sind große Störche geworden. Es ist tatsächlich so, man kann überhaupt nicht mehr unterscheiden, wer die erwachsenen Tiere sind und welches die Jungtiere. Denn jetzt waren die Zugvögel in der Luft und haben sich auf ihre lange Herbstreise in den Süden vorbereitet. Die Störche ziehen jetzt alle Richtung Afrika und ich mache mich auch auf den Heimweg. Von euch verabschiede ich mich in Storchensprache. Das heißt so viel wie, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin bleibt tierisch interessiert. Servus! Sie fürchtet sich nicht, sie geht ganz nah ran. Sie schaut ihnen ins Gesicht. Sie lockt sie mit Tricks, gewinnt ihr Vertrauen. Nur manchmal wird's auch nix. Doch irgendwann klappt es dann.